In der Nacht vom 28. auf den 29. März werden die Uhren wieder auf Sommerzeit eingestellt. Von 2 auf 3 Uhr. Das passiert natürlich auch an allen Kirchtürmen, wie hier an der Stadtpfarrkirche in Fulda. Doch wie funktioniert das? Wir sind weit rauf auf den Kirchturm gestiegen, um uns das mal anzuschauen. Ein bisschen Technik steckt schon dahinter. Diakon und Küster Rudolf Bohl erklärt's uns. Es funktioniert wie bei einer ganz normalen Funkuhr, wie Sie sie zu Hause auch haben. Diese Antenne empfängt das Funksignal aus Braunschweig über Langwelle, gibt das Signal hier an diesen Taktgeber. Der Taktgeber gibt es hier an die Steuerung. Und die Steuerung gibt das Signal an den Motor, an dem der Zeiger hängt, um den Zeiger zu bewegen in der Nacht. Wenn man morgens aufwacht, ist alles umgestellt, während Sie schlafen, wie bei Ihnen zu Hause auch, nur halt viel größer. Ganz anders läuft es hier in der katholischen Kirche in Kemmerzell. Da gibt es diese Funkuhrtechnik noch nicht. Als eine der ganz wenigen Kirchen im Bistum Fulda läuft die Zeitumstellung hier noch auf die altmodische Art, manuell. Dafür zuständig ist Christoph Möller, der auch hier in der Kirchengemeinde zu Hause ist. Der Aufstieg auf den Kirchturm, der ist für ihn Routine. Den macht er regelmäßig für die Wartung der Kirchturmuhr. Er hat auch als einziger einen Schlüssel für den Uhrenkasten. Die komplette Uhrentechnik funktioniert rein mechanisch, ohne Strom, wie vor Jahrhunderten. Deshalb muss Christoph Möller per Hand an der Uhr drehen. Um die Uhr wieder auf Sommerzeit umzustellen, muss ich die Uhr wieder um eine Stunde nach vorne stellen. Dazu nehme ich meinen Maulschlüssel und muss dadurch die Kontermutter lösen und dann mit dem Handrad, mit dem Zahnrad, das Zifferblatt um eine Stunde nach vorne drehen. Dadurch habe ich die Uhr um eine Stunde nach vorne gestellt. Das Zifferblatt bewegt sich hier innen auf der Uhr und gleichzeitig draußen am Kirchturm. Und wenn die Uhr wieder genau eingestellt ist, dann ziehe ich wieder mit dem Maulschlüssel meine Kontermutter fest. Damit ist das Gröbste schon erledigt und die Kirchenuhr ist um eine Stunde nach vorne gestellt. Und auf eine Sache muss er dann auch noch achten. Die Zahnräder für den Stundenschlag müssen auch korrekt stehen, damit die Glocke entsprechend der Uhrzeit auch richtig schlägt. Seit gut 10 Jahren kümmert sich Christoph Möller um die alte Kirchturmuhr von St. Godehard. Zur alten Technik hat er ein besonderes Verhältnis. Ja, ich bin dazu gekommen, weil ich halt vom Beruf aus Schlossermeister bin und kenne mich ein bisschen aus mit der Materie und mache auch gleichzeitig die Wartung und Instandhaltung. Und die Uhr muss immer mal abgeschmiert werden und einmal die Woche muss sie auch aufgezogen werden. Und ich wohne direkt neben der Kirche und habe den kürzesten Weg. Und dann hat man mich vorgeschlagen, ob ich das machen würde. Mache ich ja sehr gerne.